Schöner sollte nur gerne einschalten. Heute bin ich mit euch im Schwarzwald unterwegs in Blumberg und die liegt an der Sauschwänzlebahn. Die Sauschwänzlebahn war eine sogenannte strategische oder taktische Bahn 1887 bis 1890 von der großherzoglichen badischen Bahn erbaut worden. Und zwar wollte man damit Geschütze und Munition transportieren für den Fall, dass die Franzosen angreifen, ohne dabei Schweizer Territorium verletzen zu müssen. 25 Kilometer lang und sie heißt Sauschwänzlebahn, ja, weil sie wie das Schwänzchen von einem Schwein so geringelt ist. Es gibt auch einen Kehrtunnel, einen ganz bekannten. Die Strecke wurde 1976 stillgelegt von der Deutschen Bahn. 1977 hat das Ganze dann ein Museumsverein übernommen und kümmert sich seitdem darum. Und seitdem gibt es regelmäßig hier unterm Jahr Fahrten mit dieser historischen Bahn. Und die wollen wir heute machen. Kommt's mit! Ja, und hier haben wir die historische Lok, die uns ziehen wird, eine V80 Diesel. Seht schon selber, unterscheidet sich doch sehr von den heutigen Loks. Und so etwas erhält eben hier dieser Museumsverein, der hier regelmäßig Fahrten unternimmt. Also schon was ganz Besonderes mit dieser historischen Bahn zu fahren. Und da kann man dann unterwegs auch aussteigen und eine schöne Wanderung einlegen. Ja, bevor es diese dusseligen Apps gab, haben die Leute noch richtig Fahrkarten gekauft. Schau mal, die waren noch so richtig aus einem harten Karton. Und so sehen wir jetzt heute aus. Also nachgemacht wie damals, aber so waren damals die Fahrkarten und wurden dann von den Schaffnern gelocht. So, jetzt hier mal so einen Blick hinein in diese historischen Eisenbahnwägen. So ist man bis in die 70er Jahre noch unterwegs gewesen. Und es ist wirklich alles original, wie hier zum Beispiel diese Ablagebretter. Das hat natürlich was für die Kinder, ist es eine Zeitreise. Hier kann man die Heizung ein- und ausstellen. Oder hier auch noch, da habe ich wirklich noch einen Koffer raufgebracht. Also es ist auf jeden Fall unglaublich charmant hier mit der Sauschwänzlebahn zu fahren. Auch für die Kinder ist es natürlich eine Zeitreise, weil die Züge heute sehen natürlich ganz anders aus als diese von der historischen Eisenbahn. Und was jetzt auch noch lustig ist, ein kleines Detail. Schaut mal die Lüftung. Da oben ist dann wirklich die Lüftungsklappe auf und zu, die ich da hier betätigen kann. Also es ist schon wirklich beeindruckend, in was für einen tollen Zustand dieser Museumsverein das Ganze betreibt. Gleich. Cool, oder? Ha? Ja. Das ist wie so ein Modelleisenbahn, oder? Für ein Slip-Bobby. So, ja, das Ganze ist schon eine Zeitreise, wie man alles aus Holz ist. Nicht nach Diesel herin, sondern das Holz machen, gar nicht mehr. Ja.
Vierte! Nein, da ist ich auch. Ja, servus liebe Kinder, Dora, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Heute bin ich mit euch in Baden-Württemberg unterwegs und zwar im Schwarzwald, da wo Baden-Württemberg am schönsten ist, sagen viele, die vom Bodensee haben sicher andere Meinung. Wir wandern heute mit euch von Grimmelshofen nach Heizen. Ja, und da durchqueren wir eine schöne Schlucht, kommen an die Mühle am Weiler vorbei und vieles anderes mehr. Ihr dürft gespannt sein, ihr seht selber, ich habe einen Rucksack dabei, stecke brei nicht. Dann habe ich hier meine Midcut Wanderschuhe. Ja, und los geht's. Und das Ganze lässt sich auch, ihr seht ja hier neben mir dieses Bahngleis. Das ist von dieser legendären Sauschwänzelbahn, eine Museumsbahn. Und da könnt ihr gleich die Fahrt mit der Museumsbahn verbinden mit einer Wanderung mit den Kindern. Also wie gesagt, ihr seht selber, ein bisschen Rucksack, was zum Essen, zum Trinken. Bei den Eingeborenen weiß man nie, wie sie drauf sind. Und schon können wir eine wunderbare Ausflug, eine wunderbare Wanderung hier im Schwarzwald unternehmen. Und für die Kinder natürlich ganz, ganz toll, aber auch für die Erwachsenen die Fahrt mit dieser Museumsbahn, der Sauschwänzlebahn, die gibt es als Diesellok, die euch zieht, oder als historische Dampflok, was natürlich auch ganz gut kommt. Auf jeden Fall, egal was für ein Lok vorne dran ist, es sind historische Waggons, mit denen ihr fahren könnt. Ja, und hier im Naturpark Schwarzwald gibt es wunderbar ausgeschilderte Routen und wir folgen jetzt der Sauschwänzle-Entdeckungstour. Da hinten seht ihr von der Sauschwänzlebahn einen Tunnel von dieser Museumsbahn und wir folgen dem Ganzen hier. Ja, unterwegs kommt ihr auch an einer Grillstelle vorbei, die ihr da gern benutzen könnt. Seht ihr mit Bänken, mit Kinderspielplatz, alles was das Herz begehrt. Und weil wir ja hier an der Sauschwänzlebahn sind, da oben verläuft diese historische Museumseisenbahn. Schauen wir, wie wir hier das tolle Teil zu verdanken haben. Jawohl, das ist ein öffentlicher Grillplatz, der hier von der ganzen Ortschaft freiwillig mit freiwilligen Helfern
geschaffen worden ist, da kann man nur sagen, Daumen hoch zu so viel Gemeinsinn. Wirklich tolle Sache. Und ein Spielplatz auch noch dazu. So, weiter geht's jetzt hier auf unserem Wanderweg durch das Naturschutzgebiet Wutachflühen. Hier sieht man eben auch, was da für Tiere und Pflanzen leben in den Felspfad. Und das werden wir schauen, ob wir da ein bisschen was sehen. Gehen wir mal weiter. Ja, wir stehen jetzt hier unterhalb der Wutachbrücke, eine sogenannte Fischbachbrücke, 1890 geöffnet worden. 107 Meter Spannweite und 27 Meter über dem Boden. Und darunter seht ihr die Wutach fließen. Die Wutach fließt ja allerdings erst seit 20.000 Jahren. Also für biologische Zeiträume ist das quasi gar nichts, was das Ding hier fließt. Ne? Ja, wir gehen jetzt wieder weiter auf den Spuren der Sauschlenzlebahn durch das Naturschutzgebiet Wutachflühe. Ja, absolut ein Highlight von unserer Tour ist, dass wir jetzt hier diese Wutachbrücke überqueren. Die ist auch weit über 100 Jahre alt, aber schwankt ganz mächtig, hält aber immer noch super toll. Und jetzt sehen wir da unten die Wutach vor sich hinrauschen. Da drüben seht ihr wieder diese Brücke von der Sauschlenzlebahn. Ja, und hier seht ihr mich, wie ich da drüber gehe. Also 1931 erstellt worden und steht immer noch. So, wir nähern uns jetzt wieder der Brücke. Jetzt geht es mal bergauf. Hier ist natürlich mit Kinderwagen ziemlich Schluss. Den muss man da tragen, da geht es nicht anders. Wir sind jetzt wieder unter der Brücke der Sauschwänzlebahn und arbeiten uns jetzt vom der Wutachschlucht wieder nach oben. Ja, und ihr hört es schon rauschen, neben mir ist die Wutach und hier ist ein kleiner Bach, der reinfließt. Wunder, wunder, wunderschön, so wie man sich in Schwarz. So, und hier sind wir jetzt an den Wutachflühen. Auch ihr seht hier diese steilen Felsen, wo eben viele Tiere und Pflanzen drin leben. Ja, und hier haben wir noch eine Höhle, wahrscheinlich liegt da ein Schwarzwaldbraunbär drin, da gehen wir lieber nicht rein. Und wie gesagt, über uns die Wutachflühe, diese steilen Kalkfelswände. Ja, und ihr seht, unterwegs am Wanderweg Wutachflühe, da begegnet einem auch die Sauschwänzlebahn. Die wurde 1887 bis 1890 damals noch vom Großherzogtum Baden gebaut. Es war eine strategische Bahn, die hatte eigentlich nur Sinn, damit man die Truppen, wenn es zum Krieg mit Frankreich gekommen wäre, hätte versorgen können mit Munition und schweren Waffen, weil ein Teil der Bahn durch Schweizer Gebiet gelaufen wäre. Man wusste nicht, wie sich die Schweizer verhalten. Und deswegen hat man die Sauschwänzlebahn gebaut, die relativ flach verläuft. 1976 wurde die Sauschwänzlebahn eingestellt. 1977 hat ein Museumsverein das Ganze übernommen und betreibt seitdem diese 25 Kilometer Schienenstrang. Ja, und wir wandern jetzt gemütlich weiter Richtung Wutachflühe in dieses Naturschutzgebiet. Ja, schaut mal her, was wir da sehen. Kennt ihr die Blume? Die gehört eigentlich hier nicht in den Wald. Aber sie wächst hier wunderbar und keine Ahnung, wo die ausgebüxt sind. Wie heißt die blaue Blume? Wer weiß es. Es ist die Kornblume und die wächst eben auch hier im Naturschutzgebiet Wutachflühe im Schwarzwald. Also, Kornblume, ja, dank Herbizide natürlich von den deutschen Äckern so gut wie verschwunden, aber hier wächst sie im Naturschutzgebiet und da wandern wir jetzt weiter hinein und hin und wieder sehen wir am Himmel auch einige Greifvögel, die wirklich Naturschützer und Falkner wollen das Wort Raubvögel nicht hören, deswegen sage ich es auch nicht, sondern Greifvögel und ja, wir schauen uns jetzt hier ein bisschen um und genießen hier die Wanderung neben der Sauschwänzlebahntrasse. Ja, hier in dieser einzigartigen Mühle wurde Getreide, Öl, Gips, Hanf und Früchte gemahlen. Deswegen haben wir auch hier drei verschiedene Mühlräder. Und hier seht ihr selber, wie das Wasser runterrauscht. So, und hier seht ihr die Übersetzungen von den Mühlrädern, damit das Ganze auf die
Mahlsteine übertragen worden ist. Ohne die geht nichts. Ja, meine Lieben, wir sind jetzt hier in der Museumsmühle Blumeckweiler. Im zweiten 13. Jahrhundert gab es diese Mühle bis 1939. Hier sind 5 verschiedene Stampf- und Mahlwerke parallel betrieben worden. Und so wie dieses Ensemble hier halten, das ist es nahezu einzigartig in Deutschland. Es wurde hier Hanf gemahlen, Getreide, aber auch Früchte. Und die Museumsmühle ist wirklich einen Besuch wert. Mit den Kindern, Saisonstart ist immer der 1. Mai. Und wie gesagt, wo Wasser ist, sind auch die Kinder glücklich. Und ich muss sagen, mir hat diese Wanderung jetzt hier durch den Südschwarzwald sehr gefallen, durch die Wutachflühe. Und ich kann das wirklich nur empfehlen. Schaut auch mal vorbei, auch hier in der Museumsmühle. Ja, und ihr werdet jetzt merken, Mensch, die deutschen Mittelgebirge wie der Schwarzwald haben doch einiges zu bieten. Man muss nicht immer in die Alpen unbedingt fahren. Ja, weitere tolle Touren findet ihr auf kinderauto.de und das ist selber. Wir sind ja wirklich vor Ort, wir fahren nicht alles mit Womo ab und steigen mal kurz 5 Minuten aus, sondern wir wandern das wirklich. Also macht es gut bis dahin. Viertel, Servus, euer Olli. Ja, servus liebe Kinderautorer, schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Solltet ihr mal in Freiburg sein, Freiburg im Breisgau, bekanntlicherweise spielt es in der Bundesliga, dann geht mal in Freiburg-Kappe zum Wandern. Und da gibt es ein lohnendes Wanderziel, nämlich die Waldgaststätte St. Barbara. Und da schleppe ich gerade hin. Ja, und da habt ihr einen wunderbaren Blick runter auf Freiburg. Und es gibt hier noch einiges anderes Tolles zu entdecken. Also schauen wir mal, was wir hier so bei der St. Barbara finden. Seht ihr auch, das Ganze ist Kinderwagen geeignet. Da ist ihm gut, wenn der Kinderwagen eine Bremse hat. Wenn ihr kleine Kinder habt, die noch nicht so gut gehen können, also so längere Strecken, dann nehmt es doch am besten die Kindertrage. Die kommen auf kindertragen-lein.de. Mieten für wenig Geld. Da müsst ihr nicht allzu viel Geld für eine Kraxe ausgeben. Ja, und wir gehen jetzt hier mal oberhalb von Freiburg gemütlich bergauf und harren mal der Dinge, die da kommen wollen. Im Sommer ist es immer hier sehr angenehme Wanderung rund um Freiburg, weil die ganzen Hügel hier bewaldet sind. Wir sind ja mitten im Schwarzwald und Freiburg hat ja den Schau ins Land. Das ist so der Hausberg der Breisgauer. Da muss man gewesen sein, aber wie gesagt, wir gehen jetzt halt zur St. Barbara. Ja, das Tolle an dieser Wanderung in Freiburg ist ja auch bekannt als Fahrradstadt. Und hier ist wirklich alles für Fußgänger und Radlfahrer hervorragend ausgeschildert. Ja, allzu viele Höhenmeter liegen wir jetzt nicht gerade zurück. Und ihr seht selber, es ist die pure Idylle. Hier haben wir jetzt mal kurz einen Blick runter nach Freiburg, das da ganz idyllisch unten im Tal liegt. Ja, wir steigen wieder weiter bergan. Sofern wir hier vom Berg reden kann. Tiefer Wald, was natürlich auch cool ist, wenn den Kindern hier langweilig wird, dann wächst hier genügend Holz, beziehungsweise wir nehmen ja nur Holz, das am Boden liegt und die Kinder können auch was schnitzen oder euch voll irgendein lustiges Spielei, mit denen ihr die Kleinen beschäftigen könnt während der Wanderung rund um Freiburg. Ja, ist lang gleich ein Tagesrucksack. Regenklamotten mitnehmen, wenn das Wetter entsprechend ausschaut. Ein bisschen was zum Trinken, wenig was zu essen. Erste Hilfe-Set. Sehr, sehr wichtig. Und ein bisschen Geld zum Einkehren. Mehr braucht ihr nicht, wenn ihr euch hier
bei Freiburg zum Wandern wagt. Ah ja, ich sehe schon, vor uns ist schon die Hütte zu sehen, wo wir jetzt dann einkehren. Warum St. Barbara? Ganz einfach, die heilige Barbara ist unter anderem die Schutzpatronin der Bergleute und Artilleristen. Artillerie ist jetzt hier weniger einschlägig, aber Bergleute. Und hier in Kappel bei Freiburg, da wurde sehr, sehr lange Bergbau betrieben. So, und jetzt schaut's her, hier können wir weiter wandern zum, auf den Eichberg rauf, an die wandern wir gerade, oder nach Freiburg-Littenweiler oder zum Waldsee. Da kann man auch gut und lecker essen, beziehungsweise die Wasserschläge sind hier keinen Kilometer entfernt. Ja. Aber wir kennen es erst einmal ein, meine lieben Biber. Auf geht's zur St. Barbara, das ja ganz idyllisch vor uns liegt. Ja, und hier jetzt ein Blick über Freiburg. Ja, meine Lieben, es lohnt sich auf jeden Fall, hier rund um Freiburg zu wandern. Also Wanderwege gibt es in der Breisgau-Metropole mehr als genug. Und lecker essen natürlich auch, was auch durch die Nähe zu Frankreich zu erklären ist. Und schaut, hier haben wir nochmal dieser wunderbare Blick runter auf die Bauerntafel St. Barbara, das eben das Bruderhaus gewesen ist und seit 2004 von der Familie Schneider geführt wird, vor allen Dingen mit regionalen Produkten. Also kann man ja nur empfehlen, einzukehren. Ja, weitere tolle Tourenideen für drinnen und draußen findet ihr auf kinderoutdoor.de. Schaut wieder rein. Macht's es gut. Pfiat den, servus. Ja, servus, liebe Kinderoutdoorer. Schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Heute bin ich mit euch im Schwarzwald unterwegs. Und zwar in Tottnau im Kreis Lörrach. Mitten im Herzen des Schwarzwalds. Und heute will ich mit euch die Black Forest Line besuchen. Es ist eine der längsten Hängebrücken Deutschlands, über die man drüber gehen kann. Darunter rauschen die Wasserfälle, also alles sehr, sehr spektakulär. Wollen wir uns das Ganze mal anschauen? Kommt's mit! Steigen wir jetzt auf zu unserem Ziel. Ja, hier sehen wir, wo wir lang müssen. Wasserfallsteig, Wasserfall, 2 Kilometer. Das werden wir wohl schaffen, aber über bergauf. Ja, wir arbeiten uns jetzt hinter Tottnau langsam den Berg hoch. Das sind so 3 Kilometer bis zum Wasserfall bzw. bis zur Black Forest Line. Und da marschieren wir jetzt mal schön bergauf. Wichtig ist, dass ihr gute Wanderstiefel dabei habt und nicht unbedingt mit Sneakers unterwegs seid. Ja, hier auf dem Gegenhang, da seht ihr so eine Sommerrodel, eine Ganzjahresbahn. Da kann man raufgondeln und eben dann runterrauschen. Kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Aber wenn es den Kindern Spaß macht, wieso nicht? Ja, und wir gehen jetzt weiter bergan hin zu den Tottnauer Wasserfällen. Ja, schauen wir mal. Ne? So, wir schrauben uns langsam hoch. Wir sind jetzt schon auf 750 Meter, also quasi kurz vorm Gipfel des Mount Everest. Ne? Aber es ist selber alles wunderbar ausgeschildert. Also GPS und das ganze Klimbim-Zeug kannst du daheim lassen. Hier kommt man auch so ganz gut durch. Weiter geht's. Ja, meine Lieben, und auf dem Weg
hinauf zu den Tottenauer Wasserfälle bzw. zur Black Forest Line, habe ich eine sehr nette Idee entdeckt. Schaut mal her, einen Black Forest Photoshop, da kann man Souvenirs mitnehmen, die haben dann hier verpackt, sogar einen Kalender gibt es, Schlüsselanhänger, Magneten und so weiter, die kann man hier kaufen und dann hier bezahlen. Finde ich eine sehr sympathische Idee für ein kleines Mitbringsel aus dem Schwarzwald. Aber bitte ehrlich sein und zahlen, nicht einfach mitnehmen. Und ich habe mir hier einen Schwarzwälder Kirschtorten-Anhänger gekauft. Ja. So, und jetzt geht es weiter bergan. Sind noch so 1,5 Kilometer, bis wir oben sind. Es besteht auch die Möglichkeit, bei der Black Forest Line oder den Tottenauer Wasserfällen zu parken in unmittelbarer Nähe. Aber ganz ehrlich, ist doch spaßfrei, oder? Das überlassen wir den Posern, den Möchtegern Outdoorern, den Womo-Piloten. Ich finde es besser, wir gehen hier zu Fuß. So, ja. Ja, jetzt sind wir schon deutlich näher dran. Also seht ihr die Wasserfälle im Plural, dahinter seht ihr einen kleinen runter. Davor eben diese 40 Meter und da rüber die Black Forest Line, diese lange, lange Hängebrücke. Da muss man allerdings Eintritt zahlen. Der Wasserfall ist frei, der kostet nichts. Zum Glück, da muss man den Baden-Württemberger alles zutrauen. Und ihr seht selber, es rauscht da ganz ordentlich runter. Leider hat es momentan wenig Schnee, das heißt vom geschmolzenen Schnee speist sich der normalerweise auch sehr stark. Da wird es noch mehr runterrauschen um die Zeit, aber der Winter war eher dürr. Ja, unsere Wanderung zu den Tottenauer Wasserfällen ist hin und zurück, also insgesamt 6 Kilometer lang. Aber ihr seht selber vom Gelände her mit Kinderwagen nicht zu machen. Da braucht ihr schon eine Kindertrage, eine Kraxe. Am besten bei kindertragen-1.de mieten. Ansonsten, wie gesagt, besteht die Möglichkeit, wenn ihr kleine Kinder habt oder nicht so gerne wandert, es gibt Parkplätze an der Black Forest Line bzw. an den Tottenauer Wasserfällen, wobei es wirklich schön ist, jetzt hier gemeinsam zu wandern. Wichtig ist, wie schon gesagt, zieht euch bitte auch entsprechende Schuhe an, dann geht es deutlich besser, weil es ist doch hier sehr matschig. Und dann kann es rutschig werden, wenn ihr hier mit Turnschuhen oder Sandalen unterwegs seid. Ja, und wir gehen jetzt weiter. Ah, da vorne sehe ich schon durch die Bäume die Tottenauer Wasserfälle. Und da sind wir jetzt dann bald. Wir sind jetzt am Tottenauer Wasserfällen. Hinter mir rauscht es ganz gewaltig runter. Und wir kann jetzt dann da seitlich hochgehen zur Black Forest Line, die direkt über unseren Köpfen ist. Ich hoffe, niemand spuckt runter oder wirft sein Basenbrot runter. Das brauchen wir jetzt nicht. Aber es rauscht hier ganz gewaltig über 40 Meter. Und wir gehen jetzt da stufenweise dann die Serpentinen rauf. Wer alter Mensch ist wie ich, man kann sich hier hinten auf so eine rote Bank legen und etwas entspannen. Ansonsten einfach mal diesen Anblick hier genießen von diesen unglaublich starken Wassern. Und ihr seht selber die Stämme, die da drinnen liegen, die Felsblöcke, die hier runterkommen. Da ist normalerweise richtig, richtig Kraft dahinter. Wir haben jetzt gerade relativ wenig Wasser fürs Frühjahr. Ansonsten rauscht es hier noch mehr runter. Aber es ist wirklich ein imposanter Anblick, der sich hier bietet und... Jetzt sind wir hier nochmal den Wassermassen deutlich näher. Wer will, kann sich hier hinlegen, ein Schläfchen machen, verdient hat er sich ja. Und einen wahnsinnig tollen Blick auf die Tottenauer Wasserfälle. Wie schon erklärt, 40 Meter schießen die runter und direkt über mir, da ist die Black Forest Line, diese lange, lange Hängebrücke. Und ihr seht selber, wie es hier runterrauscht. Da seht ihr mal wieder, was das Wasser, die Natur für eine Kraft hat. Da sieht der Mensch, da sehen wir ziemlich alt dagegen aus. Aber es ist auch wirklich ein Genuss, das zu sehen. Im Sommer ist hier natürlich schön,
war eine angenehme Abkühlung. Aber wichtig ist auch, ihr Lieben, respektiert bitte die Absperrungen. Wenn ihr weggleitet, wenn ihr da reingeratet, dann kann es richtig böse ausgehen, auch für Kinder. Deswegen bitte bleibt in Gottes Namen hinter den Absperrungen, sonst wird es gefährlich. Sonst wird man hier Gedenktafel hinstecken oder ihr kommt die 20 Uhr Nachrichten. Muss beides nicht sein. Also legt euch dahin, nehmt euch was zum Essen und Trinken mit und genießt den Ausblick auf die Tottauer Wasserfälle. Wir genießen jetzt dann den Aufstieg da hinauf zur Black Forest Line, der Hängebrücke. So, über Stufen geht es jetzt weiter rauf zur Black Forest Line. Ja, ihr lieben Biber, wir steigen jetzt auf, hinauf zur Black Forest Line und haben dabei den tollsten und spektakulärsten Begleiter, den man sich denken kann, nämlich die Tottenauer Wasserfälle. Also, immer bergan und dabei immer schön Begleitung von diesem tollen Rauschen der Tottenauer Wasserfälle. Wie gesagt, hier seht ihr selber bei den ganzen Stufen, da geht natürlich nichts mit Kinderwagen. Da braucht es eine Kraxe, wenn ihr kleine dabei habt, sonst geht ja nichts. Ja, mal wieder kurz Zwischenstation mit einem tollen, tollen Blick auf die Tottenauer Wasserfälle, wie sie hier ins Tal runter donnern. Schon beeindruckend, also die Kinder wird es auf jeden Fall gefallen. Und weiter geht's bergan. Ja. So, jetzt sind wir dem Wasserfall sehr, sehr nah und überqueren ihn dann über die Brücke und ein spektakulärer Blick. So, jetzt sind wir bei der zweiten Kaskade sozusagen. Und ihr seht, hier staubt es ganz gewaltig runter. Beeindruckend, oder? Ja, meine Lieben, hinter mir ist jetzt der zweite Wasserfall. Und ihr seht selber da oben eine Engstelle. Und jetzt hängt er raus ganz gewaltig runter. Und ihr seht bei meiner Kleidung, meiner Brille, wir haben ja unglaublich Wasser, das hier wegstaubt. Und es ist immer schön nass. Sommer sehr gut. Heute gehen wir den. Und hier geht es weiter zu unserem Rundwanderweg. Ja, und hier rauscht es einfach überall runter. Die tosenden Wasser. Was für ein beeindruckender Blick, oder? Ja, wir sind jetzt bereits auf 915 Meter und nähern uns jetzt langsam dem Eingang von der Black Forest Line. Da müssen wir allerdings zahlen, das ist ja klar, in Ordnung, ist eine Attraktion. Hat auch was gekostet, das Ding hinzustellen. Und dann sind wir über den Tottenauer Wasserfällen. Wird sicher beeindruckt. Ja, man glaubt sich, aus diesem Bächlein hier wird später der Tottenauer Wasserfall. Kaum zu glauben. Ja, ihr lieben Biber, ich stehe jetzt vor der Black Forest Line. Da muss man Eintritt zahlen und dann kann man da einmal über die Tottenauer Wasserfälle rübergehen. Das werden wir eigentlich ausprobieren. Ich bin gespannt, wie toll das Ganze ist, ob es ein Eintritt wert ist. Aber es ist hier wirklich eine große Attraktion. Das Ganze schwankt auch leicht.
Und das ist eine wirklich gewagte Konstruktion, wenn ich es mir anschaue. Und dann so knapp 100 Meter unter uns sind die Todtnauer Wasserfälle, die hier ins Tal stürzen. Auf jeden Fall ein richtig heftiges Outdoor-Abenteuer. Ja, weiter geht's auf der Black Forest Line. Und der Blick entscheidet wohl für alles, würde ich sagen, oder? Ja, und schön wackelig das Ganze, wie der Badener sagt. Schön wackelig! Und da sehen wir schon die Todtnauer Wasserfälle unter uns ins Tal rauschen. Ja. Also alleine, das ist der Eintritt von 9 Euro für den Erwachsenen wirklich wert. So, und hier wieder ein very spectacular view, wie die Amis sagen würden. Unter uns rauscht's. Und da sind wir auch hochgekommen bei unserer kleinen Wanderung zur Black Forest Line. Hier wieder der Blick ins Tal nach Todtnau. Da hinten der Ferienort Todtnauer Berg, da hat auch ein Schwimmbad, Mountainbike-Strecke, alles was die Familien gerne haben. Aber wir sind jetzt hier oberhalb der Todtnauer Wasserfälle. Und es ist wirklich, wirklich beeindruckend. Und da kann man sagen, was man will, hier auf der Highline zu stehen. Ja, und hier wirklich dieser wunderbare, einzigartige Blick auf die Todtnauer Wasserfälle. Schaut euch mal das an. Also da hinten die erste Kaskade und dann hier der Hauptfall. Lohnt sich auf jeden Fall, da runter zu schauen. Und wie gesagt, wir haben hier einen ordentlichen Wackelpudding, auf dem wir stehen. Deshalb entschuldigt die etwas zittrige Kameraführung. Das bin ich, das ist die Brücke und alle, die hier rüber bleitschen. Da seht ihr wieder, wie der Bach abläuft. So, und weiter geht's dem anderen Ende der Black Forest Line entgegen. Wer will, kann da oben dann wieder festen Grund unter den Füßen bekommen. Und muss hier nicht mehr zurückgehen. Und ja, alle anderen, so wie ich, die Spaß an sowas haben, die gehen natürlich wieder zurück. Und wie mir die Frau an der Kasse sagte, man kann hier so oft hin und her gehen, wie man will. Ja, das machen wir doch heute. So, ihr seht selber, eine wirklich wackelige Angelegenheit, aber trotzdem äußerst lustig, richtig tuffig. Wie die Fachleute sagen, tuffig. Ja, was natürlich etwas weniger tuffig ist, ihr seht selber, der Schwarzwald sieht doch nicht ganz gesund aus. Mal klar, es ist Frühjahr, die etlichen meisten Bäume haben noch keine Blätter, aber es sind auch einige Fichten darunter, die einfach abgestorben sind, leider. So wie unter uns jetzt. So, hier ein Blick zurück, wo wir hergekommen sind, zum Todtnauer. Ja, man kann hier nur hoffen, wenn es so schwankend dahin geht, dass die Ingenieure, die das Ganze hier konstruiert haben, auch wirklich ihr Handwerk verstanden haben und nicht ihr Examen beim Abendkurs geholt haben. Ja. Aber ich habe Vertrauen in die Technik und gehe weiter schön dahin auf der schwankenden Brücke. Ja, und hier haben wir nochmal die beeindruckenden Daten von der im Mai 23 eröffneten Brücke. Gesamtgewicht 119 Tonnen, 1000 Personen dürfen maximal drauf, Übergrund 1,20 Meter, Spannweite 450 Meter. Also das sind schon Daten. Ja. So, hier wieder ein Blick auf das spektakuläre Bauwerk, das im Mai 23 im Hochschwarzwald eröffnet wurde. So, ihr lieben Weber, wir sind jetzt zurück auf dem Rückweg nach Todtnau. The City said never sleep, merkt es euch, jawohl. Auf jeden Fall die Black Forest Line, sehr, sehr, sehr beeindruckend.
kann man nicht anders sagen. Es ist wirklich sein Geld wert, aber bitte nicht umbergen, sondern geht lieber zu Fuß hin.